Wir landen hier mal am Forschungsaußenposten. Keine Ahnung, aber das machen wir jetzt mal. Land. Oha. Der Bereich ist frei. Wir können landen. Oh, ich soll Private Mahoney finden. Ja, das schaffe ich vielleicht. Wer weiß. Wir werden sehen. Wir verlassen mal unser Schiffchen. Oh, da war ein Space Rowdy. Bin ja mal gespannt. Ah ja. Hier ist sowas wie Krieg ausgebrochen. Ich glaube, ich habe keinen Begleiter dabei, ne? Tatsächlich keinen Begleiter dabei. Wie elendig ist das denn? Denn hin? Hier irgendwo hin. Ganz offensichtlich. Ah, ich habe auch keinen Begleiter, das ist vielleicht. Aha, war eine Schlüsselkarte. Leere Chunks-Verpackung wird mir da jetzt nicht so richtig weiterhelfen, denke ich. Was ist denn das hier? Oh, kann man essen. Pass mal auf. Ich wollte mal gerade mal Inventar gucken. Was ist denn das? Das ist eine Schrotflinte. Die macht 77. Oh. Okay. Tombstone, Orion. Pass mal auf. Schmeiß die Orion mal weg. Was ist eine Street Sweeper? Die kannst du auch wegschmeißen. Und die modifizierte Modern Magshot, das, oh, die macht 186 physisch. Ich denke, die werde ich vielleicht mal behalten. Aber meine neue hier Special Waffe wird die Equinox. Oh, und dann haben wir noch ein paar Anzüge dabei. Ah, den wollte ich verkaufen. Ich erinnere mich. Der veredelte Constellations Rucksack, den habe ich an. Okay. Und wir haben noch einen Helm, okay. Und ein bisschen Kleidung. Ich lauf mal gerade. So, Moment. Ich muss erstmal. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier hin muss. Ah, hier soll ich offensichtlich rein. Kann ich hier irgendwas ein. Jetzt hier eine Biohof. Wir nehmen erstmal die Munition mit. Dann öffnen wir mal Forschungsstation 03 irgendwas.
Da ist irgendwie zu kaputt, was auch immer. Da brauche ich einen Schlüssel für. Ach, das ist ja toll. Dann gehen wir doch mal hier unten rein. Vielleicht finden wir ja hier was, was wir suchen. Position, Batterie. Ach, guck mal an. Da ist ein toter Wissenschaftler, der hat ein paar Credits dabei. Nee, den Tiefenbohrerhelm will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Hier sind noch ein paar. Oh, hier liegen noch, ein Wissenschaftler rum. Dem nehme ich erstmal die ganzen Credits weg. Hab ich dem schon? Nee, noch nicht ganz. Haben wir hier irgendwas, was man lohnend mitnehmen kann? Fühlt sich nicht so unbedingt danach an. Dann gehen wir mal gucken, was es hier so gibt. Was? Wo denn? Da. Aber du kriegst mich nicht. Ist schon passiert, Digga. Ach, da geht's runter. Inferno-Mine, Splittermine. Irgendwas. Kaliber 50. Medipacks, Schrotflintenpatrone, hüllenlos, eine Schotti. Die würde ich ja später irgendwie gerne mitnehmen, ne? Haben wir hier. Oh, Medipack. Keine Ahnung, was das ist. Das könnte ein Helm sein. Hier liegt ein Chunk rum. Hier ist, nix. Moment, hier liegt was rum. Synapse Alpha. Was haben wir dann hier? Credits. Dann gibt es eine Sandwich. Mag ich besonders gern. Wir haben hier Slate. Entwurf, Antrag auf Verstärkung. Ich glaube, dir ist die Lage nicht bewusst. Wir haben keine Woche Zeit, nicht mal einen Tag. Wir brauchen jetzt Verstärkung, sonst... Und dann war es wahrscheinlich schon rum. Ich meine, du hast da immer eine Waffe, die hängt da, ne? Hättest du benutzen können. Schmalspur. Heini. Mal kurz hier drüben gucken. Mhm. Ah, hier haben sie wieder irgendwas gezüchtet. Jetzt wird da irgendwie ekelhaft. Was haben wir da? Flasche mit Genprobe. Das hilft mir ja auch nicht. Ein bisschen Milch und Alu. Hier wachsen ein paar Pflanzen, die könntest du mitnehmen. Hier liegt irgendwie so ein Typ Tisch. Wo man auf dem Tisch liegt, weiß ich ja nicht. Hier sind Credits drin, die nimmst du mal mit. Hier liegt noch einer rum. Der hat gute Sachen dabei. Dietriche, Verbände, Pipapo. Was gibt's hier? Achso, das ist nochmal Antrag auf Verstärkung, der offensichtlich, ich habe die Befürchtung, nicht ganz so gut angekommen ist. Ah, da brauche ich einen Schlüssel für. Ist ja super. Den habe ich nicht. Warte mal, hier liegt doch noch einer rum. Da komme ich. Ah, warte, ich muss... Da war ich hier schon? Naja, hier ist aber auch nichts, ne? Da war ich eben. Dann geht's jetzt hier weiter in die Abteilung Untertage. Einmal kurz speichern, bitte. Ruckelt einmal kurz, aber dann läuft die Sache wieder. Oh, hier waren Helm und Credits drin. Das weiß ich nicht. Toxin. Hm? Weiter geht's. Wir könnten mal hier abbiegen. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Du musst wohl mit mir Vorlieb nehmen. Nach dem, was ich schon gesehen habe, gerne. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Verstanden, Marines gut, Spacer böse. Roger, das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich.
Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Ich kam wohl gerade noch rechtzeitig. Hoffen wir, dass noch andere auf den Beinen sind. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Gibt's hier irgendwas, was ich klauen könnte? Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas auf mich schießen könnte letzten Endes. Einmal die Klos kontrollieren, das ist ja hier ganz wichtig, ne? Da hat einer einen Kopfschuss gekriegt, würde ich behaupten, beim Kacken. Outfit, Strukturmaterial, nee, auch nicht. Nehme nichts mit. Ich hab keinen Begleiter dabei, weil ein bisschen ungeschickt, was die. Ich hab keinen Begleiter dabei. Kannst du nicht mitkommen? Warum stehst du da so rum? Okay. Ich habe das Gefühl, die bleibt freiwillig im Wandschrank. Credits. Ja, da steht einer. Toter Spacer. Ja. Was ist denn hier los? Ein Spacer-Raudi. Oh. Nein, das wollte ich alles gar nicht. Das wollte ich doch alles gar nicht. Ist ja egal. Solange bin ich überladen. Ah, okay. Jetzt bin ich überladen. Waffen. Kurz gucken. Eine Drumbeat. Die ganze ablegen. Das mit der Magshot, das ist so eine Sache. Ja, schmeiß weg. Ah, hier eben nicht noch einer. Dietrich. Und das hier war so eine Absteckkammer, ne? Da gab es nur Milch und ein bisschen Muni. Himmel, Herrgott. Machst du denn sowas? Bist du denn noch zu retten? Warte kurz. Ich muss erstmal meine Waffe füllen. Oh, Spacer ist tot. Moment, da war aber noch was. Also erstmal looten wir jetzt hier. Wir haben ganz schön viele Messer dabei. Die hatte ich schon, ne? Das war die Equinox und dergleichen. Und dann biegen wir hier ab, ne? Hier liegen wieder meine ganzen Freunde rum. Die guten Wissenschaftler. Am Start. Ist hier vielleicht was zu essen? Naja, immerhin gibt es da einen Kaffee. Hau schon ab, du Feigling. Was denn? Oder den Kopf wegschießen. Gut. Ist ja theoretisch kein Problem. Was haben wir hier? Eine Brotdose. Credits. Dass die alle erschossen wurden, finde ich ein bisschen übertrieben. Das sind am Ende nur Wissenschaftler.
Nur in Anführungsstrichen. Aber die hätten jetzt vielleicht auch aufgegeben. Okay, mal hier gucken, was gibt's hier so? Aha, hier gibt's Speedfood. Hab ich das richtig gelesen? Trinkpäckchen. War nix. Eiskübel. Ich brauche keinen Eiskübel. Ist eine Kochstation. Kann ich da irgendwas machen? Ich könnte mir Alien-Rührei machen. Super. Und auch ein bisschen Alien-Jerky würde gehen. Und ansonsten... Ja, hört's auf. Keine weitere Nahrungsmittel, die ich herstellen kann. Schade. Was haben wir hier? Schüsseln. Hier haben wir Mehrfachpackungen an Essen. Das finde ich persönlich gar nicht schlecht. Feuerlöscher, Rahmen, Käse, Toast, Bacon Wraps, Töpfe, Behälter mit Müsli. Hier lacht doch noch einer rum, ne? Was mich ja interessieren würde, ob es Möglichkeiten gibt, die Waffen aufzunehmen und zu demontieren. Das wäre irgendwie hilfreich, würde ich behaupten. Wir müssen was mit schwerer Masse finden. Ich muss ein bisschen was... Ja, komm her, trinkst halt auch mal einen Wein. Ich habe das Gefühl, ich besauf mich gerade nur. Ah, das hätten wir. Was macht denn ein Trauma? Das könnten wir vielleicht auch mal benutzen. Da habe ich mehr von wie von den Medipacks. So kurz überprüfen, ob ich sie alle gelootet habe. Nein. Dem habe ich. Ach, das war das hier, wo ich dann eben war, ne? Da gab es auch ein bisschen Essen und so ein Quatsch. Ja, genau. Ist das? Oh, das kann man mitnehmen. Das ist cool. Das ist cool. Oh, hier. Da. Weiß ich nicht, ob ich einen medizinischen Injektor brauche. Es klingt erstmal gut. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn mehr injekten kann. So wie ich das jetzt kurz dachte. Rahmen, Injektor. Weiß ich nicht, was das ist. Nee. Spielfiguren. Nee, die machen nix. Das waren hier, der Leutnant macht Schießstand dicht. Angeblich stört der Lärm die Wissenschaftler beim Powerwalking in der Pause. Diese Typen sehen so lächerlich aus, wenn sie mit schlängerten Armen um das Gebäude latschen, mit einem Blick, als wären sie im Gefecht. Weiß Torres nicht, dass Zielübungen wichtig sind? So bleibt man wachsam. Wozu bitte soll dieses Walking gut sein? Ja, vielleicht sind die Jungs an der Waffe einfach zu nichts zu gebrauchen und sind bessere Flüchter. Ist nur so eine Idee. So tot, wie die hier alle rumliegen, scheint allerdings Waffentraining vielleicht die bessere Wahl zu sein. Nur so ein Gedanke. Das war's. Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Private Mahoney schickt mich. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. Ich glaube, den Spacern ist eure Forschung egal, nichts für ungut. Nein, sie versuchen das ganze System zu übernehmen, schon seit Monaten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO Lieutenant Torres hat den Komplex abgeriegelt. Keine
keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Was, denkst du, sie ist ein Spacer? Sie hat sie doch erledigt. So, warte, ich muss erstmal hier... Hier pennt die oder ist die tot? Offensichtlich pennt die. Ich gehe erst noch mal gerade hier so ein bisschen gucken, ob es noch Material gibt, das ich mir rinpfeifen kann. Pennen hier alle. Oh, hier gibt's ein Bier. Das Bier mit. Was ist das? Gimpro. Erkennen die Spacer nicht, dass wir ihnen und allen anderen helfen wollen? Offenkundig würde ich sagen, nein. Spacer scheinen nicht so die Denker zu sein. Oh. Da waren wir jetzt überall, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ich weiß jetzt nicht, er hat hier oben ein Signal. Moment. Ja, die Schlüsselkarte scheine ich nicht zu haben. Ach, das ist aber auch eine komplizierte Geschichte mit uns hier. Warte mal, wir gehen mal hier rum. Nee, da ist Sackgasse. Da geht's gar nicht weiter. Okay, wir gehen einfach mal... Was ist denn hier? Vielleicht gehen wir einfach hier lang. Weiß nicht, ob das hier unbedingt alles so haha ist oder... Ich hege das Gefühl, hinter mir ist noch einer. Irgendwo hier. Also, sie werden schon kommen, wenn sie was wollen. Bin ich ziemlich überzeugt von. Ich muss erstmal ein bisschen hier mich umgucken. Ach, da steht er doch schon. Warte kurz. Kannst du kurz liegen bleiben? Habe ich das jetzt eingesammelt? Das habe ich eingesammelt. Machen wir das auf. Mach das auf. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Nimm es einfach mit. Blubbert irgendwas. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Wäre vielleicht für eine neue Waffe jetzt mal Zeit. Was ist denn das hier? Kann ich das mitnehmen? Trauma-Pack, komm her. Das schnappen wir uns. Ja, Fläschchen. Okay. Ach, da steht noch einer. Oh, hier liegt einer rum. Können wir mal looten. Den gelootet. Nein. Na, was willst du von mir, Digga? Muss ich wohl nicht. Aber du vielleicht. Kann ich jetzt mal ganz kurz gucken, was hier so los ist? Herz, Outfit, Fasern. Hier gibt es noch einen Kaffeebecher, aber da ist nichts drin. Hier liegt noch ein bisschen Mampf rum. Mampf nehmen wir mit. War irgendwo ein paar Dinger, die man lesen kann vielleicht. Oh, guck mal, hier gibt es noch ein bisschen Zeug. Hier ist noch ein bisschen Munition. Eine Mac-Puls. Mhm. Toll. Könnte man sicherlich mitnehmen, hätte sicherlich Sinn, aber machen wir nicht. Sachen, die Sinn machen, aus Prinzip nicht. Ah, hier haben wir auch alle Dinge eingesammelt. Wenn ich was... Oh, ihn habe ich. Der hat Credits und Antibiotika. Wenn ich was vergessen habe, naja, es wird wahrscheinlich nicht so mega tragisch sein. Ah, hier hinten ist auch gar nichts mehr. Was ist denn hier? Chefin-Notizen. Dann biegen wir mal hier ab. Ja. Das hier ist alles irgendwie Forschung.
Da ist was drin. Trinkpack. Was haben wir hier? Ah, Antisachen. Keiner. Wir müssen nach rechts. Bin ich hier schon drin? Hab nicht das Gefühl. Ja, ich habe natürlich wieder mal zu viel im Inventar. Eigentlich. Oh. Bin ich ein Garant für sowas? Kurz, schieß mir mal so ein Trauma-Pack rein. Oh, ich bin sogar 10 überlastet. Keine Anzüge, ich habe. Ich habe einen Rucksack zu viel. Modifizierte Mag-Shot, ja, die wollte ich behalten. Die Coachman, die finde ich eigentlich vom Effekt her cool. Aber ich kann nicht alles mitnehmen. Das ist vielleicht kalibrierte Grendel. Die kannst du ja mal dicke fallen lassen. Kleidung. Mit Maske. Striker. Aha. Werfbare Items. Sonstige. Könnte ein. Guck mal, die drei können wir doch wegwerfen. Briefbeschwerer kann weg. Das Familienspiel kannst du auch wegwerfen. Hier weg. Weg. Spart alles Gewicht. Warte kurz, das Spielzeug wollte ich eigentlich mitnehmen. Wo ist denn das? Da. Der Rest interessiert mich eher weniger. Oh, wo ist denn jetzt Ada hoch? Waffen? Können wir da hier mal eine. Machen wir auf die 6. Da 6 war nix. Was denn? Oh. Oh, ich geht's ja runter. Zweifle ich ganz ernsthaft dran. Sollte vielleicht nicht so auf offener Fläche rumlaufen. Trauma-Packs. Ich glaube, es lief eher noch so. Aber das fand ich jetzt auch nicht sonderlich überraschend. So, Moment, ich muss noch dahin. Alles mitgenommen? Ja, habe ich alles mitgenommen. Ich bin ein erfolgreicher Looter. Hier muss ich rein. Verdammt, das Spacer. Das sind zu viele. Sind sie alle tot? Dank der Hilfe, die wir hatten, sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Nein, ich bin allein. Heilige Scheiße. Ich, wow. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Ihr wart gerade erst im Krieg. Erstaunlich, dass ihr den Marines helfen wollt. Ich freue mich drauf, Captain Myong kennenzulernen. Sie ist
Was Besonderes. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang. Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt. Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Bist du dabei? Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen. Ich helfe gern. Dann ziehen wir es durch. Hier ist der Schlüssel. Du gehst voran. Der Captain ist eine Ebene tiefer. Wie schon gesagt, jemand schaltet die Spacer aus. Ich fasse es nicht. Was genau? Was genau fasst du jetzt nicht? Dass ich das allein war, oder? Die Arthropodenlieferung aus... Hab das System vergessen, ist weg. Die Spacer haben das Transportschiff zerstört. Warum? Da war kein Geld zu holen. War für die Forschung. Torres hat die Ranger gebeten, wen zu schicken. Aber beim letzten Mal hatten die Spacer das System verlassen. Doch sie kamen wieder und hatten sich vermehrt. Menschen sterben, verdammt nochmal. Ja, das ist wohl ein Problem. Oh, warte, geht noch weiter. Die mikrobische Probe von X-09 ist wahrhaft außergewöhnlich. Wir wissen nicht, ob sie der Schlüssel zu den beeindruckenden regenerativen Fähigkeiten von X-09 ist, aber wir werden EF-3-Fahnen genetisch modifizieren und dann eine Reihe an Tests durchführen. Alles ist alles weit hergeholt, aber wenn es klappt, könnten Menschen Körperteile in Monaten oder sogar Tagen nachwachsen. Das wäre unglaublich. Und auch ein kleines bisschen gruselig. Oh, der Strand von Dover. Liebste, lasse uns treu zusammenstehen. Denn diese Welt, die vor uns liegt, gleicht einem Traumreich, das uns trügt. So bunt, so neu, so wunderschön, doch frei von Liebe, Licht und Freud, frei von Labsal, Schutz und Seelenruh, stehen wir hier auf finsterer Flur. Das Kampfeswirre Schreie hallen weit, hier, wo Heere kämpfen in Dunkelheit. So lautet die letzte Strophe von Matthew Arnolds bewegendem Gedicht Der Strand von Dover. Wir könnten noch ein bisschen Dracula lesen, aber ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Ich weiß allerdings nicht mehr wann, aber ihr seid gern eingeladen, das zu überprüfen. Und naja, wenn ich dann nicht. Wo ist denn jetzt, wo muss ich denn hin? Ach da, eine Etage tiefer soll ich. Moment, ich weiß, warte mal, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich hergekommen bin. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Oh ne, da sind noch hier, guck mal, noch Spinte. Kleidung, ja. Mit Kleidung habe ich's. Granola-Mix nimm mit, Credits nimm mit. Ja, wir können... Oh, oh Gott, mach mir doch nicht so ein... Lach mir doch nicht so ein Schrecken ein. Junge. Hier? Nee, hier ist falsch. Wir gehen mal hier gucken. Das ist auch falsch. Jetzt dahin zu kommen... Wird durchaus schwieriger als erwartet. Warte mal, wo bin ich denn hergekommen? Als ich hergekommen bin, muss das ja... War das von hier? Von da hinten, ne? Ja, ich bin von da hinten gekommen. Ah, und hier konnte ich nicht rein wegen der Karte. Okay, aber hier war ich ja schon. Augenblick. Ah, oh, es ist aber auch verwirrend hier. Ah, ich bin hier oben nicht reingekommen, weil die Tür zu war, ne? Hi. Irre. Gut, dass wir Marines nicht die einzigen sind, die diese Party crashen. Nicht? Ich denke schon. Alles nur eine Frage der Zeit. Oh, warte mal. Wir könnten mal gerade... Habe ich für die...
Ich hab für die Magshot auch noch ein bisschen Munition. Ja, wartet kurz. Ich muss erst ein bisschen Instant Haferbrei und Cracker looten. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich alles gelootet habe, dann können wir auch mal eine Runde quatschen. Aber auch keinen Deut vorher. Kurz mal mit der Lampe reinleuchten, ob es hier irgendwelche Leckereien gibt. Hier, guck mal. Gut, ich habe gleich die ganze Schüssel mitgenommen. Das war jetzt übrigens nicht mein Plan. Was liegt denn hier rum? Eine Lawgiver. Ein Helm. Ah ne, das ist der Kopf von dem Typen. Entschuldigung. Der guckt da durch den Tisch. Hier gibt's Bolognese, Tacos. Hier ist ein Kampfmesser. Nimm das mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. So, pass auf, hier. Du siehst nicht aus wie ein Marine. Und auch bin nicht noch keiner. Von der Miliz. Wer Nein. bist du? Ich gehöre zur Constellation, habe eure Notrufe empfangen. Wie bitte? Wusste gar nicht, dass ihr so viel drauf habt. Captain Mayong, UC Marines. Veteranin der Koloniekriege, Schild des Paduk-Passes, bester Marine im Dienst. Tja, und dieses Großmaul ist Private Sai. Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet und das werden wir euch nicht vergessen. Der Captain und ihre Marines? Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot. Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß vorwerfen. Verdammt schön, dich kennenzulernen. Du hast Kampfgeist, den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft, aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin. Aber sie haben Raumschiffe und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkungen herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. Klingt so, als hätten wir alle Hände voll zu tun. In ein paar Jahren habe ich aus dir einen eisenharten Marine gemacht. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht zum Forschungslager fliegen und alle Spacer ausschalten? Ich erledige das. Sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. Ja, da gehen wir jetzt mal kurz hier rein. Steigen ein und dann wollen wir mal gucken, ob wir davon wen mitnehmen können. Wen habe ich denn hier an Bord? Wie geht's dir, Dusty? Komm bitte eine Weile mit. Gut, das finde ich ja hilfreich. So, und wo soll ich hin? Da hinten. Naja, das hätten wir auch näher dran haben können. So, warte, wir gehen kurz auf die 8. Was bist denn du? Hm. Och, die hat keine Waffen. Die hat nicht mal einen Anzug. Das ist ernüchternd. Aber egal, wir werden schon was finden, was wir da anziehen können. Was bist du denn? Ein Vogel. Wir können schon mal hier gucken. Hier ist Toxin drin. Anzug für einen Schocktrupper. Willkommen zurück. Kein Problem. Ja. Pass auf. Anzüge? So. Und vielleicht finden wir auch noch eine Waffe, die mit dir verpassen können. Das wäre okay.
und ein erschütterndes Kampfmesser könntest du hier rumtragen. Viel Glück da draußen. Kann man dir das auch irgendwie anziehen? Programm? Erledigen wir das. Bis dann. Hab ich den jetzt an? Es sieht irgendwie verdammt danach aus. Nee. Aber sie hatten auch nicht an. Naja, was weiß ich. Ist wie es ist. Warum genau haben die mich 8000 Kilometer weit weggeparkt? Und warum... Ach Gott. Das mit den Begleitern, das ist auch so ein Thema. Thema für sich. Das war ja wieder eklatant schlecht. Ich bin tot, das Spacer. Moment, ich muss erstmal gerade gucken, wo die hier alle liegen. Ach, da ist er. Guck mal, sie hat ein Messer an der Hand. Das ist ja super. Gehen wir mal auf 6. So, wo sind jetzt hier Überlebende? Ah, die sind da drin. Alles klar. Hier scheint Alarm rot zu sein. Alarmstufe. Ach, die sitzen hier ganz gemütlich bei Kaffee und Tee. Kontrolle. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Du solltest deinem Lieutenant danken. Er hat dafür gesorgt, dass ihr nicht sterbt. Das war Torres? Der ist so naiv. Aber okay. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Richte Torres meinen Dank aus. Jetzt muss ich hier aber doch... Ah ne, die stehen hier draußen. Das haben sie zumindest geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Mahoney meinte, das Forschungslager wäre sauber. Was würden wir nur ohne dich tun? Es war nur noch besser. In irgendeinem Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Das ist dein Heeresziel? In diesem Geschäft ist nicht viel Platz für Ehre, also müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Captain, erzähl uns von deinem Plan. Ich glaube, er ist gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Ihr haltet mich ziemlich auf Trab. Tja, als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los.
Junge, wo ist das hässliche Kackschiff? Ich müsste erst mal finden, um was wegzumachen. Wir müssen den Schaden am Grafantrieb eindämmen. Naja, wir müssen erst mal... Das geht mir hart auf den Sack, muss ich sagen. Wer wäre mir viel lieb? Oh, das ist das falsche Schiff. Scheiße, Dreck. Egal. Dürfte nicht schwer sein, hier organisches Material zu finden.
Kommandos. Jede Entscheidung führt zu Blut. Kontrafaktisches Denken macht einen nur verrückt. Konzentriere dich auf das Gute, das wir getan haben. Man darf nicht vergessen, was man verliert. Über manches kommt man nie hinweg. Dank euch ist Altair sicher. Ich hätte fast schon Lust, Freestar zu schreiben, damit sie dir eine Medaille verleihen. Na, das wäre doch mal was. Die könnte ich direkt neben meinem Verdienstabzeichen tragen. Du könntest mir ein Kriegsgericht ersparen, wenn du mir nur dankst. Aber vielleicht willst du deine Medaille. Das bedeutet mir nicht viel. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wären unsere Rollen vertauscht gewesen. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist jung und hast deine Zukunft noch vor dir. Ein kleiner Rat. Ich wurde schon unzählige Male nicht befördert, weil ich stets meinen Prinzipien gefolgt bin. Es gibt tausende Arten, mit denen die Befehlshaber einem Kompromisse abbringen wollen. Geh sie nicht ein. Deiner Karriere schadet es vielleicht, aber ich blicke mit Stolz auf meinen Dienst zurück. Ich würde darauf hören. Siehst du? Ich hoffe, wir stehen uns niemals auf dem Schlachtfeld gegenüber, Captain. Falls es so kommt, erfülle ich meine Pflicht. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Soldaten, wird Zeit, Freestar aus dem Weg zu gehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Auch wenn das jetzt quasi nur Nebenmissionen waren. Und auch ziemlich viele. Dann hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Würde auch dem Algorithmus alles helfen, wäre super. Ja, und in dem Sinne, reingehauen, habt eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao, ciao.